Unser Entwicklungshilfeminister Dirk Niebe ist frei. Viele fragen, warum? Andere sagen, warum nicht? Er war im Irak festgehalten worden und durfte erst nach Ausräumung kleiner Missverständnisse und einer Zahlung von Geld ausreisen. Früher wäre das ein Kriegsgrund gewesen. Heute regelt man das mit Geld. Das ist humaner und letztlich auch billiger. Und Dirk Niebe wird dringend hier gebraucht. Woher kam das Geld? Ich nehme an, die Länder, denen er hilft, haben zusammengelegt. Morgen geht's weiter.